Ja? Hallo, ich bin Sonja. Wer ist da? Sonja. Kennst du mich nicht mehr? Ich bin die Tochter von Freddy. Ja, stimmt ja. Kann ich reinkommen? Hast du Ärger mit deinem Papa? Ja, ich würde dir ja gerne was zu essen anbieten, hab aber vergessen einzukaufen, ganz dumm. Macht nichts. Du, ich wollte bei dir pennen. Was? Ja, bei dir schlafen. Ja, nicht mit dir. Aber sieht nicht so aus, als ob es passen würde. Bist du von zu Hause abgehauen? Dumme Frage. Hör mal zu, zwischen mir und deinem Papa ist es auf der Arbeit im Moment nicht so besonders gut. Und wenn du jetzt dazwischen funkst, das ist... Keine Sorge, ich bin schon wieder weg. Als ob ich nicht da gewesen wäre, ja? Ja, du musst doch nach Hause gehen. Kümmer dich um deinen eigenen Scheiß. Ich hab doch gar nicht gesagt, dass es nicht geht. Ich hab doch nur gemeint, du sollst vielleicht vorher deine Eltern anrufen. Redest du mit mir? Freddy. Ja, ist das komisch? Ich find's eher tragisch, dass ich dich hier abholen muss, weil der Herr mal wieder sein Telefon ausgehängt hat. Das Handy? Schläft. Der Dienststellenleiter der Kölner Mordkommission. Unerreichbar. Ich habe 600.000 Überstunden, die muss ich auch mal abfeiern. Ja. Die Probleme deiner Freundin und ihrer Eltern interessieren mich nicht. Wir haben einen Mord. Sag mal, redest du gerade von mir? Du solltest dich vielleicht... Ein Herr Dr. Muster treibt in seinem Swimmingpool. Den toten Mann kann er nicht mehr spielen. 2 Schüsse. Freddy. Die Spurensicherung ist seit einer Stunde vor Ort. Freddy, ich wollte... Und wir sind wieder die Letzten, weil der Ball auf Überstunden abfeiern muss. Hey, ich glaube es Gott nicht. Gott nochmal, wenn du das nicht hören willst! Der Nachbar hat die Schüsse gehört und sofort die Kollegen informiert. Der Anruf ist genau um 22.07 Uhr reingekommen. Vermutlicher Todeszeitpunkt zwischen 22 Uhr und 22.05 Uhr. Er stand wahrscheinlich am Rand und ist ins Wasser gefallen. Dann liegt er schon seit über 2 Stunden in der Brühe. Mit dem Kaliber in die Familienjuwelen zu schießen, ne? Entschuldigung. Nee, schon gut. Nenn ich pervers. Oder was? Was hat denn der da am Finger? Das könnte Farbe sein. Lack. Kindermörde. Deutsche Sprache, schwere Sprache. War wahrscheinlich ein Ausländer. Kindermörder. Vielleicht war es ja auch ein Deutscher, der nicht fertig geworden ist mit dem Schreiben, weil er überrascht wurde. Sie dürfen hier nicht rein. Wir wohnen in dem Haus. Was ist hier los? Ist was passiert? Ein Einbruch? Kommen Sie mal mit. Es musste ja so kommen. Er hat sich einen Dreck um die Drohungen gekümmert. Sowas kommt in Deutschland nicht vor. Wie, das nicht das erste Mal, dass das passiert ist? Die waren schon 10-mal neu gestrichen. Aber die Kollegen kümmern sich einen Dreck um solche Lappalien. Das Resultat haben sie jetzt ja. Hat er ein gutes Verhältnis zu seinem Vater? Engelmacher, Massentöter. Kindermörder, Bestien, Menschengestalt. Ich wünsche Ihnen den grausamsten Tod. Man sollte sie kaltblütig umbringen. Und hat die Häufigkeit solcher Schreiben in letzter Zeit zugenommen? In letzter Zeit schon. Zum Schluss, da waren es so viele, es hat sich nicht mehr gelohnt, Anzeige zu erstatten. Da kommt wieder Dr. Muster mit seinen scheiß Briefen. Alles anonym. Da traut sich doch keiner, seinen Namen darunter zu setzen. Mein Mann hat eine ganz normale Frauenarztpraxis. Die ist aber als Abtreibungsklinik bekannt. Mein Mann führt Schwangerschaftsabbrüche durch, ja. Nur? Mein Mann bietet eine hochqualifizierte medizinische Dienstleistung an. Damit ist er aber ziemlich bekannt geworden. Wenn Sie seinen Auftritt im Fernsehen meinen, sein Betätigungsfeld betrifft eine hochsensible Frage, die viele Gemüter bewegt. Er hat klar für die freie Entscheidung der Frau Stellung bezogen. Nicht zu seinem Schaden, wie ich sehe. Müssen Sie so fragen? Frau Muster, Ihr Mann ist brutal erschossen worden und wir wollen den Mörder finden. Ich muss so fragen, ja.
tut mir leid. Hau ab, du Arschgeier! Und lass dich hier nicht mehr blicken. Jaguar und Ferrari. Nicht schlecht, hä? Ja. Kannst du nicht mithalten mit deiner miesen grünen Gurke hier. Das ist ein schöner alter Dienstwagen. Außerdem gehe ich einer ehrbaren Beschäftigung nach. Gynäkologe ist doch kein unehrenhafter Beruf. Und Engelmacher? Also, soweit ich weiß, sind Schwangerschaftsabbrüche. Abtreibung, genau. Ist ja nichts Illegales. Also, der Mann kommt nackig aus dem Haus und will baden gehen. Ja, ein Handtuch wird er dabei gehabt haben, oder? Da war aber keins. Der Mörder hat es mitgenommen? Quatsch, wer nimmt denn ein Handtuch mit? Du erschießt jemanden aus sicherer Entfernung und dann gehst du hin und nimmst ihm das Handtuch weg? Quatsch. Das Handtuch bringt uns jetzt auch nicht weiter. Ja, ich versuche ja gerade nur, mir die Szene vorzustellen. Du weißt, dass das verboten ist, ne? Halt die Klappe. Nein, das habe ich nicht zu dir gesagt. Ist sie wieder da? Noch nicht. Ich bringe sie um, wenn ich sie finde. Ja, und wenn ich die ganze Stadt nach ihr absuchen muss? Ich weiß nicht, wann ich komme. Frag doch nicht immer so blöd. Ja, tschüss. Du, das geht mich ja nichts an. Ich will mich auch nicht einmischen. Ja, dann misch dich doch nicht ein und kümmere dich um deinen Dreck. Ja, ich wollte ja nur was klären, was dir vielleicht helfen kann. Meine Privatangelegenheiten gehen dich einen Scheißdreck an, ja? Ja gut, wenn du mich nicht ausreden lässt, dann... Ich will nichts mehr hören! Nichts! Nichts, gar nichts, verstehst du? Im Moment nichts! Ist alles in Ordnung, ist alles okay! Was mir jetzt am meisten fehlt, das sind gute Ratschläge von Alleinstehenden, du! Jetzt halt doch mal die Klappe! Nein, du hältst die Klappe! Du bist zwar der Dienststellenleiter, aber ich bin nicht dein Chauffeur! Immer muss ich hier den Fahrer spielen. Morgens um 2. Kannst du genauso gut ein Taxi nehmen. Ja, wird's bald? Ja, jetzt wird man nicht unverschämt, ja? Komm, ich hab Druck. Ja, ist ja nicht zu übersehen. Sehen wir uns morgen? Morgen ist Sonntag. Deshalb frag ich doch, du Idiot! Schutz dem Leben scheint die virulenteste dieser Vereinigung zu sein. Zumindest die einzige, die offiziell in Erscheinung tritt. Deftige Parolen, aber auch Vortragsreihen. Psychische und seelische Folgen der Abtreibung, die Millionenopfer der Abtreibungsärzte und ihrer Gehilfen und so weiter. Die haben ein ganzes Website-Programm. Das kostet. Jetzt hör mal zu, was hier steht. Die Szene der Abtreibungsgegner hat sich nach dem Vorbild der Amerikaner radikalisiert. Frage, ist dieser Mord an Dr. Muster nur ein Anfang? Kommen bei uns jetzt auch Bombenanschläge und müssen die Befürworter der Abtreibung um ihr Leben fürchten? Also ein Quatsch. Das kann ja lustig werden. Dieser Dr. Muster muss ja der Abtreibungsguru schlechthin gewesen sein. War er. Hast du den gekannt? Ja. Als Patientin? Er hat mir sehr geholfen. Ja, will ich jetzt gar nicht wissen, geht mir auch nichts an. Das wollte der Typ damals auch nicht. Ich sag das nur, weil man bei euch Männern immer so eine unterschwellige Ablehnung spürt. Kaum kommt das Thema auf den Tisch. Was hat denn das jetzt mit dem Fall zu tun? Ich will dir nur klar machen, dass dieser Dr. Muster nicht so ein mittelalterlicher Engelmacher war oder nur der Kohle hinterhergejagt ist. Ich hätte das damals ohne ihn nicht gepackt. Er war immer für mich da, auch nachher, als es mir beschissen ging. Hier. Jedenfalls hat irgendjemand gestern Abend diesen heiligen Menschen erschossen. Es ist Sonntag. Ja? Hast du deine Tochter gesucht? Woher weißt du das? Weil sie gestern Abend bei mir war, bevor du gekommen bist. Das erzählst du mir jetzt? Ja, du wolltest es ja nicht wissen. Ich wollte es dir doch erzählen, aber du hast mich nicht ausreden lassen. Hättest du trotzdem was sagen können? Ach, das hätte zugemacht an meiner Stelle. Und war sie okay? Ja, hat ein Bett gesucht für eine Nacht. Ja, nicht das, was du jetzt denkst. Und du hast sie rausgeworfen? Ich hab sie nach Hause geschickt. Da sieht man, dass du keine Kinder hast. Die schickt man nicht, die bringt man. Freddy, jetzt reg dich doch nicht so auf. Es ging ihr gut, sie war vollkommen okay. Jede Kneipe, jede Disco hab ich abgeklappert. Nichts, das Blut ist verschwunden. Ja, wahrscheinlich ist sie bei irgendeiner Freundin untergekommen. Ja, da bin ich auch schon drauf gekommen. Aha, guck mal hier, du stehst in der Zeitung sogar, ein Foto. Interessiert mich jetzt nicht, ich muss Sonja finden. Erstmal brauche ich einen klaren Kopf. Vielleicht kannst du dich zur Abwechslung ja mal eine Runde ins Bett legen. Büro Ballerspitz, danke, dass Sie zurückrufen. Ja, Sie ziehen eine Kopie. Alles klar, genau, einfach bei der Pforte abgeben. Danke nochmal, tschüss. Die
vom Archiv im WDR schicken uns die Sendung rüber, in der Dr. Muster auftritt. Talkshow oder Diskussionsrunde. Müsste heute noch ankommen. Pass auf, du legst dich jetzt ins Bett und wenn das Band angekommen ist, ruf wohl nicht an. Ich geh schnarchen, der Kleinen passiert da draußen was. Herrgott nochmal, dann mach doch, was du willst. Wir haben hier einen Mordfall auf dem Tisch, der noch sehr wenig Aussicht auf eine Lösung hat. Da will ich dich bei deiner Ermittlung nicht stören. Als Dienststellenleiter weißt du ja, was du zu tun hast. Ja, vielleicht könnte ich deine Hilfe ja gebrauchen. Ich muss Überstunden abfeiern. Bin momentan nicht verfügbar, Familienprobleme. Davon verstehst du nichts. Blattschuss ins Herz, also durch die Rippen durch, beide Schüsse ganz genau gezielt. Glatte Durchschüsse durch weiches Gewebe, das sieht man hier wirklich sehr, sehr schön. Ja, Vollmantelgeschoss ist wieder interessant für dich, weil die benutzt man nur zur Jagd auf Elche, Wildschweine und sogar Elefanten. Und zwar die Dinger hinterlassen an den Schädeldecken der Tiere so irgendwie ziemlich schreckliche Verletzungen, also so riesige Löcher. Schussentfernung, Moment, 30 Meter, der erste Schuss in die Genitalien. Das Opfer den Schock des einen Schusses überlebt und der zweite Schuss, der hat ihm dann den Garaus gemacht. Wie hast du schon gesagt? Mhm. Der hat übrigens so viel Stoff in seinem Blut, da kannst du einen Elefant für ein Jahr schlafen lassen und damit ein Jahr wach halten. Wie Schlafmittel und? Ja, Upper and Downer, also das Zeug, das gehört heute zu jeder anständigen Medizinerexistenz, die was auf sich hält. Mhm. Ja, dann hat er es ja nicht so leicht gehabt in seinem Leben. Mhm. Tust du das, Max? Ja, ich nehme so ein Zeug nicht. Tja, vielleicht solltest du mal. Sag mal, und hier an seiner rechten Hand, was ist das jetzt? Das ist eindeutig der Lack aus dieser Spraydose. Ja, dann hat er den Lack ja noch angefasst, als er nass war. Also der ist schwimmen gewesen und hat dann den Täter auf frischer Tat ertappt. An dem nassen Finger würde der Lack nicht so gut halten wie an dem trockenen. Ja gut, dann drehen wir das Ganze eben um. Der wollte schwimmen gehen, kommt aus dem Haus und hat dann den Spray auf frischer Tat ertappt. Mhm. Überleg mal, wie lange würdest du brauchen, um ein Gewehr so in Anschlag zu bringen, um so exakt treffen zu können? Ach so. Also du meinst, er hat erst Kindermörder an die Wand geschrieben und wollte dann Menschen erschießen? Er wollte ein Statement machen. Ja, warum ist er dann nicht zurückgegangen und hat das Statement fertig geschrieben? Ja, immerhin war der doch wild entschlossen. Der hat ein Gewehr mitgenommen und eiskalt abgeschossen. Und hinterlässt ein unfertiges Statement. Man dann geht aber hin und klaut dem Toten noch das Handtuch. Da wäre das Statement doch wichtiger gewesen. Das passt alles nicht zusammen. Hallo. Finden Sie, was Sie suchen? Ich wollte mir mal bei Tageslicht einen Tatort angucken. Es ist nichts im Haus verschwunden. Wir haben alles nachgeschaut. Sagen Sie, wie ging Ihr Mann eigentlich normalerweise baden? Er ist einfach rausgekommen und ins Wasser gesprungen. Der kam nackt aus dem Haus und hatte nichts am Körper. Normalerweise hat er ein Handtuch dabei. Hatte. Ihr Mann war Jäger, stimmt's? Wir haben seit Jahren ein Abonnement für den Samstagabend, aber mein Mann ist nicht mehr mitgegangen. Gott sei Dank begleitet mich mein Sohn ins Theater. Und hat sich's gelohnt? Wenn ich ehrlich sein soll. Ich habe nichts verstanden. Hamlet habe ich anders in Erinnerung. Das ist mir alles in der Nummer zu dick aufgetragen. Und nach der Vorstellung sind Sie sofort nach Hause gefahren. Wir waren doch einen Wein trinken. Waffenschein ist vorhanden und alles in der Waffenbesitzkarte eingetragen. Mein Mann war in diesen Sachen überpenibel. Das hat sicher alles seine Richtigkeit. Die Dinger sind alle gebürstet und gestriegelt. Gewählt. Die Spurensicherer werden die Waffen abholen. Wenn Sie sich die unnütze Mühe machen wollen. Eine Routine-Sache. Ach so. Die Zahlenkombination. Können Sie, Ihr Mann und? Mein Sohn. Wie ist denn jetzt Ihre finanzielle Situation nach dem Tod Ihres Mannes? Macht Sie das reicher? Das darf Sie was angehen, ja? Das muss mich sogar was angehen. Aber wenn Sie es mir nicht sagen wollen, können wir es auch anderweitig rauskriegen. Geht ganz schnell. Sein Tod ist finanziell eine Katastrophe für mich. Er ist vor einem halben Jahr mit seiner Praxis umgezogen, um sich zu vergrößern. Umbaukosten in neuen Räumen. Anschaffung der modernsten medizinischen Einrichtung. Wir haben über 5 Millionen einen Kredit aufgenommen. Mein Mann hat mit einer realistischen Amortisierung von 3 Jahren gerechnet. Das wäre kein Problem gewesen. Das heißt, ohne Ihren Mann keine Einkünfte mehr? Kein Arzt, keine Praxis, kein Geld. Ich werde alles verkaufen müssen. Die Autos, das Haus, sein Segelschiff auf Mallorca. Mit der Lebensversicherung werde ich hoffentlich plus minus null rauskommen.
20 nach. Macht ihr immer so spät auf? Ich mach auf, wann ich will. Kennst du die? Und wenn? Kennst du sie jetzt? Ja. War die gestern hier? Was hat sie denn ausgefressen? War die gestern hier? Die Truppe kommt schon seit ein paar Wochen nicht mehr her. Ich hab sie irgendwann mal rausgeschmissen. Ja? Ja, da hat einer immer gekifft. Wo gehen die jetzt so hin? Wo gehen die jetzt so hin? Ins Tiefenrausch geht man. Aber der hat am Sonntag zu. Und ich hab nichts reinbekommen letzte Nacht. Heute auch nichts. Kein einziges Mädchen, 15 Jahre. Ja, kenn ich. Die alte Schraubenfabrik. Da springen die immer rum. Nein, 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 das ist eine reine Routinegeschichte. Hat mit dem toten Arzt nichts zu tun. Aber ihr checkt noch mal alles durch. Bahnhofspolizei und so weiter. Danke, Kollegen. Wenn was ist, ich bin hier unten. Sag mal, hat er seine Tochter jetzt gefunden oder nicht? Bis jetzt noch nicht. Willkommen bei Frau TV. Heute ausnahmsweise mit Gästen im Studio. Dass durch Abtreibung Leben getötet wird, bleibt eine unbestreitbare Tatsache. Daran gibt es doch nichts zu deuteln, Herr Dr. Muster. Ich behaupte doch überhaupt nichts anderes. Aber man kann doch durch gesetzliche Zwänge oder gar durch den Mangel richtiger medizinischer Vorsorge keine einzige Abtreibung verhindern. Das müssen Sie doch zugeben. Wenn sich eine Frau einmal dazu entschlossen hat, wird sie einen Weg finden, einen guten oder einen schlechten. Und ich empfinde es als meine Pflicht, den Frauen zu helfen. Angenehme Atmosphäre, geschultes Personal und vor allen Dingen keinen moralischen Druck. Ein Schwangerschaftsabbruch bedeutet für die Frauen eine enorme psychische und seelische Belastung. In dieser Situation braucht sie Hilfe, die bestmögliche. Und die will ich ihr geben, mehr nicht. Trotzdem bleibt es ein Tötungsvorgang. Die Auslöschung menschlichen Lebens, da kannst du, daran können Sie, Herr Dr. Stopp Muster, nichts ändern. Und eine der Grundlagen unserer Zivilisation bleibt die Unantastbarkeit. Spul mal zurück, ein paar Sekunden. Ein Schwangerschaftsabbruch bedeutet für die Frauen eine enorme psychische und seelische Belastung. In dieser Situation braucht sie Hilfe, die bestmögliche. Und die will ich ihr geben, mehr nicht. Trotzdem bleibt es ein Tötungsvorgang. Die Auslöschung menschlichen Lebens, da kannst du, daran können Sie, Herr Dr. Muster, nichts ändern. Ja, merkt ihr nichts? Und eine der Grundlagen unserer Zivilisation. Der duzt den Dr. Muster, sein Gegenspieler. Echt? Ein Quatsch. Die Auslöschung menschlichen Lebens, da kannst du, daran können Sie, Herr Dr. Muster. Hey, wacher Blick. Verarschen kann ich mich alleine. Und der bespitzte Ohren. Ich schau mal, ob ich in meinen Auszügen was über den Landorf finde. Der müsste ja unter Schutz dem Leben gelistet sein. Der Landorf und Muster. Duz, Freunde. Ja, vielleicht ist ihm das Du ja nur so rausgerutscht. Ich meine, ihre Freundschaft hängt ja nicht gerade an der großen Glocke, oder? Pass auf. Ja, einen Moment. Für dich. Schenk? Nichts. Nein, nein, da geh ich schon selber hin. Danke. Ihr Pfeifen. Wissen die Kollegen eigentlich, dass es hier um deine Tochter geht? Das geht niemandem was an und die schon gar nicht. Mhm. Warum die wohl von zu Hause abgehauen ist? Wenn ich das wüsste. Das muss ja irgendwas ganz Außergewöhnliches gewesen sein. Du hast dich doch sonst mit der immer so toll verstanden. Ach, toll. Toll ist übertrieben. Mit deinen romantischen Vorstellungen von Familienleben. Ja, aber so ein Kind, das haut ja nicht mehr nichts, dir nicht von zu Hause ab. Ich meine, die Eltern, die müssen doch irgendwelche Vorzeichen da gesehen. Max, was verstehst du denn von Kindern? Um Kinder zu verstehen, da muss man welche haben. Das sind doch böhmische Dörfer für dich. Ja, ich wollte dir auch nur helfen. Ja, alle wissen immer, wie es geht und was man machen muss. Wie man Kinder falsch erzieht. Schlaues Gerede, das kannst du tonnenweise gratis haben. Schon gut, ich sag ja nichts mehr. Interessant. Der Landorf ist Präsident von Schutz dem Leben, tritt aber in der Website gar nicht wirklich in Erscheinung. Der hat einen großen Pharmavertrieb hier in Köln. Bedeutendes Unternehmen. Kunstsammler. Unverheiratet und schwerreich. Landorf besuche ich morgen. In diesem Verein auch. Freddy, du solltest jetzt mal schlafen gehen. Ach! Warum denn nicht? Dann kannst du dir ganz ausgeschlafen morgen die Praxis von Dr. Muster angucken. Thank you.
Abend. Einer von euch die mal gesehen? Sonja? Hey, Alter, soft. Entschuldigung, ich hab sie verwechselt. Kein Problem. Ihr Wein? Ich hab auch gutes Gras. Naja, eins von beiden reicht. Sonja? Hey, mein Wein. Kommst du jetzt jede Nacht mit dieser Nummer? Nur noch diese eine. Du weißt, dass dein Vater dich sucht, ne? Dein Vater hat mich heute wegen gestern Abend zum ersten Mal richtig angeschrien. Und wenn ich nicht wüsste, dass ihm die Sache mit dir so an die Nieren geht, dann wäre ich jetzt auch wahrscheinlich ziemlich sauer auf ihn. Männergeschichten. Tut mir leid. Ich hoffe ja, dass du einen guten Grund hast, ihm so weh zu tun. Den habe ich. Ja, Herrgott, noch mal, dann red doch mit ihm. Wenn das so einfach wäre, mit dem kann man nicht reden. Er ist doch kein Unmensch. Wenn er nicht schlimmer ist. Vielleicht kannst du mir ja sagen, was mit dir los ist. Kann ich nicht. Okay, gut, du kannst hier schlafen. Unter einer Bedingung. Du rufst jetzt deine Mutter an und sagst ihr, dass es dir gut geht. Meine Mutter? Ja. Dann dein Vater. Und ich muss ihm nur sagen, dass es mir gut geht. Mehr nicht. Ja? Sag mal, wo bist du? Spinnst du? Du kommst sofort nach Hause! Deine Mutter hat seit Tagen nicht geschlafen. Ich renne mir in die Hacken ab, dich zu finden. Komm, tu mir nach Hause. Red nicht so mit mir. Wo bist du, Sonja? So. Diese verdammte Göre. Tut mir leid, die Praxis ist wegen eines Trauerfalls geschlossen. Wenn es Blumen sind, stell sie bitte zu den anderen. Könnte ich vielleicht später noch mal wiederkommen? Es handelt sich um einen Schwangerschaftsabbruch? Ja, es ist ziemlich dringend. Die 12. Woche. Warum kommt ihr immer so spät? Sie haben Schwierigkeiten mit dem Herrn von der Polizei? Kommen Sie erstmal. Schenk, Polizei. Die Praxis ist geschlossen. Ich weiß. Entschuldigung, kommen Sie rein. Danke. Sind Sie von der Kriminalpolizei? Ja, Mordkommission. Hauptkommissar Schenk. Ist ja wirklich furchtbar, was da passiert ist. Tja. Ganz schrecklich. Ich habe noch alle Angestellten angerufen. Hatten Sie ein gutes Verhältnis zu Herrn Dr. Muster?
werden sie sowieso rauskriegen. Mehr als ein gutes Verhältnis. Er wollte sich scheiden lassen. Wegen ihm? Wusste seine Frau von Ihnen? Seit 2 Monaten. Aber sie weigert sich ja. Sie wollte sich nicht scheiden lassen. Es so lange mit dieser Frau auszuhalten. Er war so tapfer. Es ging also nicht mehr gut mit dem Herrn Doktor und seiner Frau. Ach, das war doch noch nie doll. Sie ist eine sehr abweisende Frau, müssen Sie wissen. Und dafür hat die Ehe aber lange gehalten. Er war sehr korrekt. Er hat sich ihr gegenüber verpflichtet gefühlt. Er konnte niemandem wehtun. Wegen Ihnen wollte er sein Leben verändern und sich von seiner Frau trennen. Ich habe das aber nicht von ihm verlangt. Er hat einfach gespürt, dass das zwischen ihm und seiner Frau, dass es dann nur noch ums Geld ging. Bis auf den Jungen natürlich. Aber der war auch das einzige Bindeglied zwischen den beiden. Der wusste davon. Rüdiger hat mich von Anfang an gemocht. Er hat seinen Vater sehr gut verstanden, glaube ich. Frau, Timmermann. Frau Timmermann, sind Sie verheiratet? Ich war sehr lange mit jemandem zusammen. Ich habe mich vor einem halben Jahr von ihm getrennt. Wegen Dr. Muster? Ich wollte frei sein für ihn. Trennung ohne Schwierigkeiten? Helmut war sehr eifersüchtig am Anfang. Mein Gott, hat er uns Schwierigkeiten gemacht. Wo finde ich diesen Helmut? Helmut Mahler? Ihren Ex. Den brauchen Sie gar nicht erst zu verdächtigen. Er hat eine neue Freundin, ist frisch verliebt. Hauptkommissar Ballauf von der Kriminalpolizei. Soll hereinkommen. Ich habe Sie erwartet. Mich? Jemanden von Ihrem Verein. Im Gegensatz zu Ihrem Verein kann man unserem Verein nicht so einfach beitreten. Aber auch in Ihrem Verein braucht man charakterliche Stärke. Ganz bestimmt. Aber jetzt lassen wir das mal mit den Parallelen, ja? Danke. Herr Landhoff, Sie sind Präsident des eingetragenen Vereins Schutz dem Leben. Ich war einer der Gründer. Ich habe mich weitgehend aus dem Tagesgeschäft zurückgezogen. Es fehlt mir einfach an Zeit. In Ihrem Verein, da gibt es fanatische Leute, die ihre Ideen mit nicht immer ganz legalen Methoden an den Mann bringen wollen. Ich habe mich immer gegen die Radikalisierung des Vereins gewehrt. Da ist ein neuer Trend entstanden, den ich weder als Präsident noch als Einzelperson abwehren kann. Gegen Fanatiker bin ich machtlos. Ich dachte, der Präsident ist verantwortlich für seinen Verein. Radikale Elemente werden sofort als Mitglieder ausgeschlossen. Was sich im Umfeld des Vereins abspielt, da fehlen uns die Mittel, das zu steuern. Wer bin ich, dass ich die Gesinnung des Einzelnen verstehen könnte? Ich kann doch den Leuten nicht ihre Überzeugungen nehmen und meine Meinung aufzwingen. Wollen Sie nicht? Wir wollen gewisse moralische Regeln in Erinnerung rufen und alles dafür tun, dass sie befolgt werden. Moralische Regeln, die jemand wie Dr. Muster durchbrochen hat? Ja. Aber niemand aus unserem Verein oder aus dem mir bekannten Dunstkreis würde ein Gewehr in die Hand nehmen und einen Mann wie diesen Dr. Muster aus dem Hinterhalt erschießen. Wir bekämpfen solche Leute, ja. Aber wir leben in der Demokratie. Wir müssen solche Menschen ertragen können. Berührt Sie sein Tod? Sie kannten ihn doch. Von einer gemeinsamen Fernsehdiskussionsrunde. Der Mord ist sehr schädlich für unseren Verein. Was war es für ein Mann? In dem Studio hatte ich wenig mit ihm zu tun. Die Politiker und Journalisten scharen sich mehr um einen Mann wie ihn. Er wurde auch als Sachverständiger im Bundestagssonderausschuss zum Schutz des ungeborenen Lebens gehört. Er soll alle Parteivertreter sehr beeindruckt haben. Was war das für ein Mann? Ich habe ja nicht nachgebohrt, aber von sich aus hat der Landhoff nichts über sein persönliches Verhältnis zu seinem Freund Dr. Muster erzählt. Und jetzt schmort er. Der weiß ja nicht, ob ich irgendwas weiß. Aber der versteckt irgendwas. Um das rauszukriegen, muss ich noch mehr von dem Landhoff wissen. Die Jagdwaffen und die Pistole vom Doktor, die sind alle sauber und waffenscheinmäßig angemeldet. Mhm.
Keines von denen kommt als Tatwaffe in Frage. Die sind schon seit Monaten nicht mehr benutzt worden. Und keines entspricht dem Kaliber der Tatwaffe. Das sag ich dir aber gleich. Der hat mir nichts zu sagen. Ich mach, was ich will. Dann kannst du deinen Mitgliederausweis sofort hier lassen. Och, ihr seid ja so ein falsches Pack. Wenn ich meine Aktionen durchziehe und alles klappt, dann schreit ihr Bravo. Ich mach mir die Finger schmutzig und der edle Verein steht groß da. Aber kaum gibt's Schwierigkeiten, ja? Da lasst ihr mich im Stich und ich kann den Schädel alleine hinhalten. Niemand war jemals für deine Schmierereien. Ach, du scheinheiliger Lakai, ich weiß doch genau, dass das dem Landorf immer sehr gefallen hat. Für sowas wärst du doch viel zu feige. Stör ich. Wer sind Sie? Ballauf, Kripo Köln. Womit können wir Ihnen dienen? Ach, Sie haben mir schon genug gedient. Ja. Ja. Sie haben am Samstag das Haus von Dr. Muster beschmiert, stimmt's? Du musst nichts sagen ohne den Anwalt. Sie halten's Maul, ja? Ich hab Sie nicht gefragt. Ich verbitte mir diesen Ton, ja? Sie haben kein Recht, so mit mir zu sprechen. Fertig? Was soll ich das lange abstreiten, nicht wahr's? Das mit der Spraydose. Mit dem, was da nachher passiert ist, habe ich nichts zu tun. Warum haben Sie es denn nicht auf die Vorderseite des Hauses geschrieben? Hätten es die Leute doch viel besser lesen können. Sie verstehen meine Motivation falsch. Ich will mit diesem Schreiben an die Wände nicht auf das Thema aufmerksam machen. Der Mörder selbst, auch seine Familie, muss mürbe gemacht werden. Er darf nicht zur inneren Ruhe kommen, darf keine Pause haben. In jedem Menschen gibt es eine lichte und eine Schattenseite. Bei diesem Mann war die Schattenseite dominant. Ich helfe ihm letztlich, dass seine lichte Seite sich irgendwann Durchbruch verschafft. Zu spät. Sieht mir ja mehr danach aus, als wenn Sie das hier als Überschrift für den toten Mann im Pool geschrieben haben. Nein, 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 nein. Ich dachte, die Familie sei außer Haus. Ich habe den Wagen wegfahren sehen. Dort hinten habe ich gewartet, volle 2 Stunden. Das Licht hat zwar noch gebrannt, aber sonst war alles ruhig. Da bin ich über den Zaun gestiegen und hierher. Bis zum letzten Buchstaben bin ich gekommen. Da ist er hier rausgekommen, nackt mit dem Badetuch um. Ich dachte, mir fällt das Herz runter. Ich bin sofort zurück und über den Zaun gehechtet. Na, hat er Sie gesehen? Ich glaube nicht, aber gehört hat er mich auf jeden Fall. Er hat mir doch, du feiges Schwein, nachgerufen. Aber da war ich schon im Dunkeln. Dann ist er zur Schrift gegangen. Hat sie mit seinem rechten Zeigefinger angefasst? Ja. Ich wollte noch zurück und mich stellen, dass er mich erkennt. Das ist jetzt ein Witz. Ich bin kein Feigling. Ich will nicht, dass man das über mich denkt. Aber er war nackt. Da bin ich dann doch lieber weggerannt. Und vielleicht wäre er ja noch am Leben. Wenn jemand so umgebracht wird, da wartet der Mörder auf den richtigen Moment. Wenn ich an dem Abend, dann eben später. Sie sagten gerade, dass er ein Badetuch gehabt hat. Ja, so ein Sommertuch mit irgendwas drauf. Und haben Sie irgendwas bemerkt oder irgendjemand anderen gesehen? Ist komisch. Es war mir irgendwie peinlich, dass ich nicht zu Ende geschrieben hatte. Haben Sie irgendjemand anderen gesehen? Wie bitte? Ach so, nein, ich bin sofort zum Auto und weg. Wenn ich was gesehen hätte, hätte ich mich bei Ihnen gemeldet. Ich habe nichts gesehen. Einen Schuss haben Sie auch nicht gehört. Ich habe das erst am Sonntagmorgen in der Zeitung gelesen. Da war dann noch ein Foto mit meiner Schrift. Scheiße. Was machen Sie hier? Beruhigen Sie sich bitte, ja? Sie haben kein Recht, sich ohne Hausdurchsuchungsbefehl auf diesem Grundstück herumzutreiben. Und schon gar nicht mit diesem Mann da. Wir wollten hier nur was kontrollieren, mehr nicht. Dieser Mann ist einer von diesen Hetzern, die meinen Vater verleumdet haben. Einer von diesen Schmierern. Ich habe sie auf einer Veranstaltung von ihrem schicken Verein gesehen. Man müsste sie einsperren hinter Gittern. Jetzt halt doch mal die Luft an. Ja, was? Er hat's getan. Komm mal her, Mann. Er hat das nicht mal gespielt. Danach hat er meinen Vater erschossen. Wir haben meinen Vater ermordet. Das mit der Schrift gebe ich gerne zu. Aber hör mal gut zu, ja? Ich kann deine persönlichen Rachegefühle ja sehr, sehr gut verstehen. Aber dieser Mann da vorne, der gehört uns oder der Staatsanwaltschaft. Verstanden? Und morgen läuft er wieder frei rum und kann weitermachen mit dem Scheiß. Wenn ich dich jetzt loslasse, bist du dann ruhig, ja oder nein? Na, was bleibt mir anders übrig? Also, ich gehe mit ihm jetzt vorne durch den Garten raus und du bleibst hier stehen. Komm. Mörder! Hast du dich gut eingelebt? Danke. Falls du duschen möchtest, Badetücher sind da im Schrank. Sag mal, stört es deine Mutter eigentlich nicht, dass ich hier bin? Sie hat sich dran gewöhnt. Also du schleppst deine Tussen wohl öfters hierher? Ich bin nicht so ein Frauentyp. Echt nicht? Ja, besser so.
Die Typen, die ihren Schnabel so weit raushängen lassen, gehen mir ziemlich auf den Senkel. Ich habe eine neue Adresse für dich. Das soll ein guter Arzt sein. Und wann kann ich hin? Dann muss man erst einen Termin machen, aber ich arbeite gerade dran. Ich habe nicht mehr so lange Zeit. 12. Woche? Ja, 11. Und du bist wirklich sicher, dass du das machen lassen willst? Ja, ich muss. Das muss man nie. Man glaubt bloß immer, dass man's muss. Woher willst du denn das wissen? Warst du schon mal schwanger? Ich habe mein Leben lang mit sowas zu tun gehabt. Na, schön für dich. Das war nicht immer schön. Weißt du was? Du hast deine Probleme und ich habe meine Probleme, ja? Ich heiße Dieter Funke und wurde am 30. April 1946 in Eislingen an der Vils bei Stuttgart geboren. Sie sind kein Kriegsgefangener und das ist auch kein offizielles Verhör hier. Das darf ich sowieso nicht alleine führen. Ich heiße Dieter Funke und wurde am 30. April 1946 in Eislingen. In Eislingen an der Vils, das habe ich jetzt 18 Mal gehört. Danke. Du hast ja schon einen Verdächtigen. Nee. Okay, da spricht eine ganze Menge gegen ihn. Er war der Letzte vor dem Täter, der das Opfer lebend gesehen hat. Aber ich kann mir das nicht vorstellen. Was bei dir? Der saubere Dr. Muster hatte ein ernsthaftes Verhältnis mit seiner Tipse. Hübscher Leckerbissen. Er hat ihr sogar mit der Scheidung bewegt. Dieser hübsche Leckerbissen hat vielleicht eifersüchtigen Ehemann? Hab ich schon überprüft. Der hat ein steinhartes Alibi und lebt inzwischen glücklich mit einem anderen Leckerbissen. Es gibt blinde Hühner, die finden nur Körner. Eine betrogene Ehefrau beim Theater. So bei ihr war ich als Alibi. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie Frau Dr. Muster nachts im dunklen Gebüsch steht, eine Elefantenbüchse im Anschlag und auf ihren Mann schießt. Ihm die Eier abschießt. Und dann der Blattschuss ins Herz. Ach so, hier der Funke. Der hat Dr. Muster mit dem Badetuch gesehen. Hä? Vielleicht hat es der Täter mitgenommen, als Souvenir oder als Jagdtrophäe. Badetuch. Ja, vielleicht hat er es ihm auch weggenommen, weil er es ihm irgendwann mal geschenkt hat. Verschenkst du Badetücher? Ja, warum denn nicht? Als Souvenir aus dem Urlaub. Was ist mit diesem Pharmahändler? Er ist mir zu glatt. Obwohl, ja, so ein gewisses Potenzial. Und diesen Funke? Funke willst du einsperren? Ich protestiere gegen die Festnahme von Herrn Funke. Ich bin beauftragt, die Interessen von Herrn Funke wahrzunehmen und halte um sofortige Freilassung meines Mandanten an. Sollten Sie meinem Ersuchen nicht stattgeben, sehe ich mich gezwungen, Beschwerde bei der übergeordneten Behörde einzulegen. Hat seinen Text schön gelernt, ne? Wir können Ihren Kandidaten bis zu 24 Stunden hier behalten. Wenn Sie ihm Gesellschaft leisten wollen, haben wir nichts dagegen. Herr Funke wird völlig zu Unrecht beschuldigt. Gott sei Dank sind wir bei der Polizei nicht so vertrauensselig. Ich weiß, dass Herr Funke... Wer übernimmt eigentlich die Rechtsanwaltskosten für Herrn Funke, der Verein? Dahin stehen keine. Zerbrechen Sie sich über meine Kosten nicht den Kopf. Ach, verstehe, der Präsident bezahlt es dann aus seiner eigenen Hosentasche. Nein, Herr Landorf steht persönlich für seinen radikalsten Vereinsbruder ein. Klasse. Herr Landorf ist frei, eine solche Entscheidung zu treffen. Ja, vielleicht fühlt er sich ja mitschuldig. Sagen Sie, wollten Sie nicht Herrn Funke aus dem Verein schmeißen? Darüber könnte ich allein überhaupt nicht entscheiden. Aber der Präsident. Das könnte er. Ich will mich mit eurer ganzen Vereinsmeierei überhaupt nicht auskennen. Aber eins sage ich Ihnen, wir behalten euch im Auge. Aber Herr Kollege, Sie wollten doch gar keinen Haftbefehl gegen ihn erwirken, oder? Herr Funke! Nee, eigentlich nicht. Dann kann Herr Funke gehen. Ja, wenn er will. Aber glauben Sie ja nicht, dass er wegen Ihres grandiosen Auftritts gehen kann. Den Weg haben Sie umsonst gemacht. Er war immer ein freier Mann. Ja, dann wollen wir ja alle mal hoffen, dass da keine Fluchtgefahr besteht. Der komm, haut ab, bevor wir uns das anders überlegen. Wir sprechen uns noch. Ich bin immer für Sie da. Sie wissen, wo Sie mich finden. Ich bin so fertig. Ich habe jetzt seit 2 Tagen nicht geschlafen. Freddy, kannst du mir mal einen Moment zuhören? Du, ich bin zu müde, um jetzt irgendwas zu sagen. Du sollst ja auch nichts sagen. Du sollst mir zuhören und nicht wieder schreien. Was soll denn das? Deine Tochter hat heute Nacht bei mir geschlafen. Hey, hey, die Ruhe bleibt, ja? Ich habe sie gezwungen, dich anzurufen. Das hat sie auch gemacht. Ich habe sogar deine Stimme gehört. Das hast du getan. Ja, und wir haben abgemacht, dass wir drei heute Morgen miteinander reden. Du, sie und ich. Ich habe aber heute Morgen nicht mit euch geredet, oder täusche ich mich da? Ja, die hat mich ja auch verarscht. Die ist abgehauen, als ich unter der Dusche stand. Du Trottel. Warum hast du sie nicht nach Hause gebracht? Herrgott nochmal, was hätte ich denn machen sollen? Hätte ich sie anketten sollen? Natürlich. Ich glaub das nicht.
Sie hat bei dir im Bett geschlafen. Und ich habe mir draußen im Auto den Arsch abgefroren. Ich habe auf der Couch gelegen und zwar alleine. Herrgott nochmal, und die hat dir doch am Telefon gesagt, du sollst nach Hause fahren, dich auch ins Bett legen. Ich glaub das nicht. Die hat ein Problem. Ach, komm, hör auf mit dem Scheiß. Ich kenne die Probleme von den Kids. Ja, anscheinend nicht. Die muss doch nur mal mit mir reden. Ja, dazu muss man ja wohl ein spezielles Talent bei dir haben. Was soll das denn heißen? Ja, reden. Also mit dir reden. Das heißt, dass du redest und andere müssen zuhören. Hey, die Kleine hat bei mir übernachtet und ich habe ihr versprochen, dass ich sie nicht verpfeife. Die muss sich doch auf mein Wort verlassen können. Oh, spinnst du jetzt? Mann. Max? Ja? Unser Pharmahändler wird klar wie in Gebirgsbach. Ja, ich höre. Er hat im gleichen Jahrgang an der gleichen Uni wie unser Dr. Muster Medizin studiert. Hat als Assistenzarzt im gleichen Krankenhaus wie der Tote gearbeitet. St. Georg in Köln. Und dann trennen sich die Wege gezwungenermaßen. Landorf wird gefeuert, Muster übernimmt seine Stelle. Aber Landorf muss nicht nur unehrenhaft gehen, er verliert dazu auch noch seine Approbation als Arzt. Warum hat mir die Akte einer Ärztekammer nicht verraten, aber eins geht klar daraus hervor. Der Landorf muss gehen, weil sein Kollege Muster ihn verpfiffen hat. Max! Hast du irgendwas zu mir gesagt? Du musst das verstehen. Was muss ich verstehen? Ich habe ja gerade Scheiße gebaut und... Ja, kann man wohl so sagen. Ich möchte, dass du im Moment nicht alles so ernst nimmst, was ich sage. Da ist ja nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Kannst du mir sagen, wann ich meine Ohren wieder aufmachen darf? Eigentlich weiß man ja immer, dass man es mit den Kindern nicht richtig macht. Und wenn dann sowas passiert, dann wird es einem auch richtig klar, dass man eine Pfeife ist. Dann sehen es auch alle. Aber so einer hübschen, netten Tochter kann der Alte ja nicht ganz so bescheuert sein, oder? Ich weiß, wie kann so ein blöder Sack wie ich so eine tolle Tochter haben? Also ganz direkt wollte ich das jetzt auch nicht sagen. Herr Kommissar Beilauf, ich wollte Sie gerade bitten, zu mir hochzukommen. Aber da ich Sie jetzt hier treffe... Herr Präsident. Es geht um den Fall mit diesem Abtreibungsarzt. Wo stehen Sie da im Moment? Ja, wir wollten morgen früh anfangen, unseren ersten Bericht zu schreiben. Ich wollte Sie nur darum bitten, mit besonderem Feingefühl vorzugehen. Ich verstehe nicht richtig. Es könnten da Leute in den Fall involviert sein, die über sehr mächtige Freunde in der Politik verfügen. Und das in allen Parteien. Ach, guck an, der Präsident des Vereins, richtig? Ich sehe, wir haben uns verstanden. Da könnte viel Porzellan zerschlagen werden. Hotel? Herr Landorf hat leider eine Besprechung, die etwas länger dauern könnte. Kann man nach uns weitermachen? Sie können doch nicht das können einfach... Wir. Sie entschuldigen die Störung, bitte, ja? Ich konnte Sie nicht aufhalten. Sie sind einfach reingekommen. Ja, schon gut. Lassen Sie uns bitte allein. Was kann ich für Sie tun? Sich nochmal bei unserem Chef über uns beschweren. Haben Sie Rabatz gemacht wegen der Schmierereien? Ich bin ein freier Mensch und kann besuchen, wen ich will, oder? Im Moment gehen Sie bitte raus und warten draußen vor der Tür auf uns, ja? Kommt, da ist die Tür. Noch irgendwelche Fragen? Der Junge ist sehr verwirrt nach dem Tod seines Vaters. Herr Landorf, in welchem Verhältnis standen Sie zu dem Toten? Hatten Sie nie Lust, ihn einfach abzuknallen? Weil er Sie damals verpfiffen hat? Und als Zugabe noch einen Job geklaut hat? Sie sind also dahinter gekommen. Naja, das war ja zu erwarten. Ja, aber eins fehlt mir noch. Woher haben Sie eigentlich die Sicherheit genommen, dass es damals Dr. Muster gewesen ist, der Sie bei der Ärztekammer verpfiffen hat? Nur er konnte es sein, weil nur er von dem Fall wusste. Das interessiert uns. Aktive Sterbehilfe? Das war vor 30 Jahren in Medizinerkreisen ein absolutes Tabu. Wir hatten ein Kind, einen Jungen, ungefähr 5 Jahre alt. Er hatte schwerste Verbrennungen beim Unfall erlitten. Er hatte keine Überlebenschance, das war unstrittig. Aber damals war man stolz, die Menschen so lange wie möglich am Leben zu erhalten. Das war mir bei dem Jungen einfach zu viel. Auch wenn man ihn ein paar Tage am Leben gehalten hätte, es war einfach zu grausam. Ich habe das mit Dr. Muster diskutiert. Er war damals mein Freund. Er hat meinen Vorschlag, den Jungen sanft einschlafen zu lassen, strikt abgelehnt. Ich habe es dann allein getan. Niemand hätte etwas bemerkt. Auch bei der Autopsie nicht. Wenn nicht jemand auf das letale Medikament hingewiesen hätte.
Bei der Vorladung habe ich sofort alles zugegeben. Nur Dr. Muster wusste davon. Er hat's nicht wegen der Stelle getan. Wir haben oft diskutiert. Du bist kein Arzt, das ist nicht der richtige Beruf für dich. Dir fehlt die Härte. Du nimmst alles viel zu persönlich. Ich wollte das damals nicht wahrhaben, aber er kannte mich besser als ich mich selbst. Er hat mich vor mir selbst beschützt. Dafür bin ich ihm heute sogar dankbar. Trotzdem belassen Sie diese Geschichte jetzt. Als den möglichen Täter. Bei Ihnen liegt ein klares Motiv vor. Wo waren Sie denn am Samstagabend? Ich habe kein Alibi. Können Sie das ein bisschen klarer ausdrücken? Hören Sie, was wollen Sie noch? Klarer geht es doch wohl kaum. Ja, waren Sie in oder in der Nähe des Hauses der Familie Muster? Nein. Wo waren Sie denn dann? Ich habe mit dem Mord an Dr. Muster nichts zu tun. Unserem Chef mit Ihren politischen Verbindungen drohen, das wird Ihnen nicht weiterhelfen. Hören Sie, ich habe diesen Anruf gemacht, weil Sie ein Mitglied meines Vereins verhaftet hatten. Der Funke kommt als Täter durchaus in Betracht. Dieser Herr Funke beschmiert Wände. Dieser Herr Funke verteilt Flugblätter. Dieser Herr Funke verschickt anonyme Briefe. Der Mann ist ein Irrer. Aber er würde niemals einen Menschen töten. Dieser Mann ist ein fanatischer Verteidiger menschlichen Lebens. Es ist sehr leicht zu sagen, ein Mensch sei irre. Aber was ihn dazu gebracht hat, irre zu handeln? Eine ganz einfache Geschichte, die sich zu einem Drama entwickelt hat. Funke war damals 20 Jahre alt, seine Freundin, ein Mädchen aus einer schwäbischen Pietistenfamilie. Sie wurde schwanger. Sie liefern zu Hause weg. Damals war es nicht ganz so leicht, damit umzugehen. Damals gab es keine Dr. Muster. Funke hat eine Reise nach Holland organisiert. Die Abtreibung verlief anscheinend völlig normal, aber das Mädchen wurde mit den seelischen Folgen nicht fertig. Funke hat sie monatelang gepflegt. Irgendwann wussten die beiden nicht weiter. Sie haben eine Überdosis Schlafmittel genommen. Aber sie wurden von seinen Eltern gefunden. Seine Konstitution war stärker. Er überlebte, aber das Mädchen konnte nicht zurückgeholt werden. Diese Art seelische Folgen, das ist nicht der Normalfall. Nein, ein Selbstmord ist eher selten. Hat es sowas denn unlängst mal gegeben? Warum fragen Sie? Ja, weil der Funke gerade in letzter Zeit besonders virulent geworden ist. Ja. Es ist so etwas passiert. Herr Langdorf, können Sie bitte einmal eine klare und präzise Antwort geben? Aus Ihrem Dudes-Freund machen Sie diesen Dr. Muster. Ein Alibi haben Sie nicht. Sie wollen auch nicht sagen, wo Sie waren. Und jetzt sagen Sie, ja, es ist sowas vorgekommen. Ich will wissen, wann, wo und wer. Ich kann es Ihnen nicht sagen, unter keinen Umständen. Ich muss die Eltern des Kindes schützen. Wir werden es rauskriegen. Glaube ich kaum. Es weiß ja kaum jemand, warum das Mädchen Selbstmord begangen hat. Und Sie können ja nicht alle Selbstmorde der letzten Monate untersuchen, oder? Wissen Sie was? Ich hätte jetzt richtig große Lust, Sie mitzunehmen ins Präsidium und Sie für 24 Stunden in U-Haft zu stecken. Aber wahrscheinlich würde es gar keinen Sinn machen, ein bisschen Familienporzellan bei Ihnen zu zerschlagen. Der ganze Politikersumpf, die ganze Geheimnistuerei, das brauchen Sie doch als Stütze für Ihr Ego. Ich bin mir sicher, Sie könnten uns helfen, aber das wollen Sie nicht. Unter irgendeinem Aspekt haben Sie mit dem Mord an Ihrem Freund zu tun. Davon bin ich überzeugt. Den hätten wir mitnehmen müssen. Ich kann diese allglatte Art ja nicht ausstehen. Er hat auf alles eine Antwort, aber nichts Konkretes. Alles nur bla, bla, bla. Wo ist denn der junge Muster hin? Der ist gleich gegangen. Ich weiß nicht, wohin. Scheiße. Ja, um den musst du dir keine Sorgen machen. Der läuft uns schon nicht weg. Das ist ja das Geile an diesem Fall. Dass keiner von diesen Verdächtigen heimlich nach Südamerika abhaut. Wir bleiben alle schön in der Nähe von der Leiche und schmoren. Dieses Handtuch, das geht mir überhaupt nicht mehr aus dem Kopf. Der Täter hat das auch mitgenommen. Und da war doch mit Sicherheit Blut dran. Was macht denn er damit? Wäscht er das Ding und benutzt das dann ganz normal weiter? Nee. Mann, stell dir mal vor. Einmal so und du kannst dir dein ganzes Leben versauen. Wenn wir damals abgetrieben hätten. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie mein Leben dann verlaufen wäre. Was willst du mir überhaupt sagen? Ich meine, Maxi ist erst 15. Ach, unmöglich, ist ja noch ein Kind. Komm, lass uns über den Fall reden. Familie gehört dir nicht her. Ich werde jetzt mal dieser eifersüchtigen Witwe auf die Bude rücken.
Von dir ist sie ja sicher mit Glacé-Handschuhen angefasst worden. Ich versuch's jetzt mal mit Arbeitshandschuhen. Ach, so sieht man sich wieder. Ich hab's heute nicht mehr ausgehalten. Sie wussten ja, wo sie mich finden können. Hier rede ich noch. Ruf mich an. Hier, ich bin viel unterwegs. Jetzt brauche ich erstmal deine Mutter. Du kannst hier warten, ich hole dir runter. Haben wir schon zusammen Schweine gezählt? Du hast mir das Du angeboten. Wo ist deine Mutter? Oben. Sie wechseln sich ab, Herr Kommissar. Diesmal sind Sie dran. Hauptkommissar Schenk. Wollen wir ins Wohnzimmer gehen? Nein, das passt mir ganz gut. Es geht auch ganz schnell. Sie werden sehen. Wie Sie wollen. Frau Muster, Sie waren am Samstagabend nicht im Theater. Das habe ich nachprüfen lassen. Wollen Sie das bestreiten? Also, nachdem das klar ist, stelle ich Ihnen eine ganz einfache Frage. Wo waren Sie? Gut, dann will ich Ihnen sagen, wie ich die Sache sehe. Sie haben Ihren Sohn am Theater abgesetzt, dann sind Sie zurückgekommen, haben das Gewehr genommen, das Sie sich organisiert haben, und haben Ihren Mann erschossen, als er aus dem Schwimmbecken gestiegen ist. Warum sollte ich das gemacht haben? Weil Ihr Mann eine andere hatte und weil er sich scheiden lassen wollte. Er hatte eine andere, das habe ich doch gewusst. Und das mit der Scheidung hat er jeder Geliebten erzählt, das war ein alter Hut. Tun Sie das nicht? Dann sind Sie einer jener seltenen Paradiesvögel. Diese Frau Timmermann war ein bisschen hartnäckiger als die anderen. Das mit der Scheidung, das werden wir prüfen lassen. Ich war nicht im Theater, das stimmt. Ich bin mit einem alten Freund essen gegangen. Und wer ist der alte Freund? Darf ich mal raten? Herr Landdorf, er ist wirklich ein langjähriger Freund. Ja, ich weiß. Ich brauche manchmal jemanden zum Reden. Wir haben ja keine Ahnung, wie belastend diese öffentlichen Anfeindungen sind. Wenn der Mann immer als Mörder beschimpft wird, wenn man täglich von Schuldgefühlen geplagt wird, man beginnt ja allmählich selbst an Mord zu glauben und an Engel. Die sind dann immer öfter da. Jeden Tag, jede Stunde und gehen einfach nicht weg. Ich muss zum Arzt. Du wolltest doch erst mit deinen Eltern sprechen. Das haben wir doch abgemacht. Du meinst doch selbst, es wäre nicht so schlimm wegen dem Kind. Wenn du noch weiter auf mich einredest, dann fange ich bald an, selber zu glauben, dass du recht hast. Aber ich hab's mir überlegt. Hätten deine Eltern damals so gedacht, dann wärst du gar nicht da. Dann hätte ich die Scheiße nicht am Hals. Du musst mit deinen Eltern reden. Du kennst meinen Alten nicht. Glaub mir, das mit dem Wegmachen von einem Kind, das kann noch viel, viel schlimmer werden. Hör auf, mich zuzuquatschen. Das macht mich wahnsinnig. Ich dachte, in dieser Sache wären wir uns einig. Weißt du was, ich kann auch gehen. Kannst mich auch rausschmeißen, das ist mir scheißegal. Okay, warte. Ich mach den Termin für die Beratung. Setz dich erstmal hin und beruhig dich. Okay? Okay. Es ist alles legal gewesen, alles rechtmäßig, was mein Mann gemacht hat. Aber tief innen drin wollen die Leute nichts mit einem zu tun haben. Schauen einen alle schief an. Sie sind da keine Ausnahme. Und das verkraftet man immer weniger. Waren Sie von diesem gemeinsamen Essen mal kurz weg? Hä? Ich würde sagen, wir werden mal Ihren alten Freund herbestellen, damit er Ihre Aussage bestätigen kann. Sie kennen die Nummer sicher auswendig. Das alles ist bis heute immer noch nicht vorbei. Es war nicht richtig, dass ich allein wieder aufgewacht bin. Wissen Sie, wir waren so jung und so. Und der Fall vor ein paar Monaten? Ja, da ist alles wieder hochgekommen. Kannten Sie die Leute? Ja, ich weiß nur, wer die Eltern sind. Die waren auch bei uns im Verein. Das hat sie furchtbar getroffen damals. Wissen Sie, die waren schon ein bisschen älter. Die Tochter war ihr einziges spätes Kind gewesen. Wer war denn der Freund von dem Mädchen? Der werdende Papa? Der ist damals nie zum Vorschein gekommen, der Feigling. Wer sind die Eltern? Ach so. Der Freund von dem Mädchen hat den Doktor in seinem Schwimmbassin. Ja, da wäre er ja noch verrückter als ich damals. Ja, Sie verstehen, was ich meine.
Die Leute heißen Pelzer. Sie sind jeden Nachmittag am Melatenfriedhof am Grab. Die waren doch noch ganz frisch. Die gehören nicht auf das Grab. Ball auf, Kripo Köln. Was soll das? Meine Tochter ist tot. Und die Untersuchungen darüber sind abgeschlossen. Es geht doch nicht um Ihre Tochter. Kannten Sie vielleicht Ihren Freund? Ich wollte ihn nie kennenlernen. Und sie hat uns auch nie mitgebracht. Wussten Sie denn von Ihrer Schwangerschaft? Auch dem Abbruch? Das war für uns sehr schwierig. Und nach dem Abbruch wirkte Ihre Tochter da besonders depressiv oder lebensmüde? Sie war traurig, aber auch erlöst. Dann kam Ihr Freitod für Sie sehr überraschend. Es gab nichts, was sowas angekündigt hätte. Nichts. Es war wie ein Schlag. Ihre Tochter ist doch sicherlich abends mal ausgegangen, um ihre Freunde zu treffen. Können Sie mir sagen, wo sie da hingegangen ist? Wie hieß das Ding? Tiefenrausch. Ja, Tiefenrausch hieß das. Da ist sie manchmal hingegangen. Kann ich vielleicht einen Kollegen bei Ihnen zu Hause mal vorbeischicken, dass der ein Foto von ihr abholt und nicht so alt ist? Nehmen Sie das hier. Ich will es nur wieder. Wie oft soll ich es Ihnen noch sagen? Wir waren zusammen beim Emilio. Ich glaube Ihnen nichts mehr, Herr Landorf. Ich habe das vorhin in meinem Büro nicht erwähnt, weil ich Anna schützen wollte. Damit haben Sie einen Volltreffer gelandet. Ihre ewige Schwiemelei hat mich erst auf die Idee gebracht, hierher zu kommen. Wann sind Sie beide vom Emilio weggegangen und haben sich getrennt? Ich denke, es war so 21:45. So früh? Ja. Es war kein sehr harmoniöser Abend. Anna hatte mich gebeten, ihren Mann nicht mehr so stark unter Beschuss zu nehmen. Und ich musste ihr leider sagen, Hören Sie auf zu sülzen. Worüber ihr gestritten habt, das interessiert mich jetzt nicht. 21:45? Ja, 21:45. Tja, Frau Muster, da muss ich Sie bitten, mit mir ins Präsidium zu kommen. Bin ich verhaftet? Wir nennen es festgenommen. Warum? Der Mord ist zwischen 22 Uhr und 22:10 Uhr geschehen. Vom Emilio bis hierhin brauchen Sie keine 10 Minuten. Dann hätte ich auch herkommen können. Wen ich festnehme, es geht's in feuchten Dreck an, ja? Sie haben kein gutes Motiv. Ihres ist viel besser. Bleib stehen! Moment! Ey, bleib stehen! Ja, Lissi, ich bin's. Ich gehe jetzt für eine Stunde ins Tiefenrausch. Nun ist der Teufel los. Verstehst du? Ich mache das Telefon aus. Mhm. Ich sag Freddy Bescheid, der kommt gerade. Pass doch auf, Abend. Kennt jemand von euch das Mädchen? Hab ich nie getroffen. Hey, die habe ich mal gekannt. Gut. Ja, das war doch die, die da von der Severinsbrücke auf den Kai gesprungen ist. Naja, ich weiß. Polizei? Hm? Kannst du mir sagen, ob die einen Freund gehabt hat?
Ja, die hatte da mal irgendwie so einen 20-jährigen Typen. Und den Namen kannst du mir nicht verraten? Nee, kann ja nicht alle kennen, oder? Sag mir, wo sie ist. Sag mal, spinnst du jetzt? Er weiß, wo Sonja ist. Scheiß weiß ich. Sag es jetzt. Halt Maul, ja? Schnauze laden. Kannst du mir mal erklären, was hier los ist? Komm. Das ist mein Freund, ein Bulle. Hey, der Knacker ist total verrückt. Der verfolgt mich. Ich geb dir gleich Knacker, du. Er weiß, wo Sonja ist. Mann, was willst du eigentlich von der Frau? Das ist meine. Und ich bin der Vater. Scheiße, so ein Typ als Vater. Werd nicht frech, du. Okay, ich hab's nicht gesagt. Der Bulle ist auch mein Freund. Hab ich schon verstanden. Wo ist sie? Mann, ich such sie doch auch. Du warst mit ihr in dieser alten Schraubenfabrik. Ja, aber nachdem sie da abgehauen ist, habe ich sie auch nicht mehr gesehen. Sie war auch nicht mehr hier, nichts. Ey, Mann, ich schwör's, ich treff sie doch sonst immer nach der Schule. Ja, sie war in letzter Zeit schon so ein bisschen komisch. Hat sie denn nichts erzählt? Ich will jetzt hier keinem zu nahe treten. Also sie hat schon gesagt, dass sie von zu Hause abhauen wollte. Da musst du wohl eine offizielle Vermisstenanzeige rausgeben, ne? Ach so, hier. Wenn du irgendwas hörst, dann rufst du uns an. Hinter dieser Nummer her. Ja, versprochen? Klar, versprochen. Wie heißt du denn überhaupt? Freddy. Wie heißt du? Freddy Knopf. So wie steif Knopf im Ohr. Sagt mein Alter immer. Freddy. Aber ihr meldet euch auch, wenn irgendwas ist, okay? Wo finde ich dich? Ich bin jeden Abend hier. Die Adresse, komm. Hey, Alter, auf der einen Seite bist du echt ganz cool. Aber auf der anderen, da merke ich so langsam, warum deine Tochter nicht so ganz klargekommen ist mit dir. Oder? Komm, ist okay. Ich sehe das halt nur so. Ich glaube, ich knall dir doch noch eine. Jetzt versuch das erst mal. Komm, jetzt hör doch auf, Freddy. Scheiße ist, dass die Alten nie zuhören können. Du bist doch ein ganz pfiffiges Kerlchen. Meine Tochter hat auch einen guten Geschmack. Du kannst auch einen haben, wenn du willst. Knacker? Komm, wir gehen ein Bier trinken. Mir ist jemand abgehauen. Aber die fange ich wieder ein. Siehste, die ist eben nicht nach Hause gegangen. Vielleicht sitzt sie schon im Flieger nach Guatemala. Quatsch, die taucht ja schon wieder auf. Die musst du keine Sorgen machen. Morgen ist auch noch ein Tag, oder? Bist du müde? Komm. Was machst du hier? Mutter! Mein Mann hatte mir kurz vor dem Theaterbesuch seine feste Absicht mitgeteilt, dass er sich von mir scheiden lassen wolle. Ich habe meinen Sohn zum Theater gebracht, habe meine Verabredung mit Herrn Landorf so kurz wie möglich gehalten.
Ich wollte zurück, um noch einmal mit meinem Mann zu reden. Wie ich ihn so ruhig schwimmen sah, habe ich den Kopf verloren. Das hier ist, glaube ich, für Ihre Kollegen bestimmt. Ich werde es weiterleiten. Aber ein Gewehr, das er in einem Geheimfach im Keller aufbewahrt, herausgeholt und habe ihn erschossen, als er aus dem Wasser gestiegen war. Anna Muster. Clara geht's doch nicht. Man muss nur warten. Wo du recht hast, hast du recht. Badetuch ist auch da. Was war das jetzt? Ein Souvenir? Eine Trophäe? Oder wollt ihr es im Haus behalten? Der hat's ja noch nicht mal gewaschen. Ich setz euch einen schönen Abschlussbericht für den Chef auf. Ich glaub das nicht. Komm mal mit. Ja, schieß ihm mal die Eier weg. Boah, was ein Wahnsinnshammer. Ja, bei dem Rückschlag, da verreiste total. Da muss ja wirklich ein super Schütze sein. Das bedarf aber einiger Zusatzfragen. Hier lebt ja noch die Frau. Sie ist noch nicht über den Berg. Das Kummer hält an. Was meinen Sie denn? Wann kann ich denn frühestens mit der Frau reden? Das müssen Sie den lieben Gott fragen. Vielleicht muss ich ja gar nicht mehr mit ihr reden. Herr Doktor, ich bedanke mich bei Ihnen. Wenn ich noch irgendwas brauche, melde ich mich, ja? Kein Problem. Sie haben gewusst, dass der Junge der Freund von dem Mädchen war, stimmt's? Und als die Kleine dann tot war, hat man sich an den alten Familienfreund gewandt. Den Spezialisten. Er konnte einfach damit nicht fertig werden. Er konnte den verzweifelten Entschluss des Mädchens nicht verstehen. Komm, jetzt kein Wischiwaschi, ja? Ganz präzise! Ich will wissen, was passiert ist. Hören Sie, ich kann Ihnen nicht sagen. Er hat sich mir unter dem Siegel der Verschwiegenheit anvertraut. Wenn Sie gestern den Mund aufgemacht hätten, dann würde seine Mutter heute nicht im Koma liegen. Diese Frau wollte für ihn Kopf hinhalten.
Der Sohn hat den Vater bedrängt, die Abtreibung durchzuführen. Der Vater wollte nicht, weil sie schon über die 12. Woche hinaus war, in der 14. Außerdem hatte sie die Beratung nicht gemacht. Sie hätte also noch mal 3 Tage warten müssen. So sind die gesetzlichen Vorschriften. In diesen Dingen war er immer sehr genau. Aber irgendwie hat der Sohn ihn weich gekriegt. Die Abtreibung hat stattgefunden. Und plötzlich war alles anders. Das ist ein Phänomen, das man sehr selten antrifft. Der Mann entwickelt extreme Schuldgefühle. In solchen Situationen kann es passieren, dass der Mann die Frau tötet, obwohl er sie vorher gezwungen hat, die Abtreibung, diese verwerfliche Tat, durchzuführen. In diesem Fall hat sich der Hass gegen den Vater gerichtet, weil er die verwerfliche Tat getan hat. Ich habe versucht, diesen Hass aus ihm herauszubekommen. Ich habe versucht, ihn zu bremsen, aber als ich von dieser schrecklichen Tat gehört habe, habe ich sofort gewusst, dass er es war. Ich habe versucht, ihn zu einem Geständnis zu bewegen. Sie? Ja. Sie sind einer von diesen Klugscheißern, die ewig meinen, alles bequatschen zu müssen. Die alles besser als diese brutale Polizei können. Diese brutale Polizei, die überhaupt nicht mit so einem zart beseiteten Jüngelchen umgehen kann. Aber dieses zart beseitete Jüngelchen hat erstens seinem Vater die Eier weggeschossen und zweitens hat er ihm Blattschuss verpasst. Wissen Sie, was das heißt? Gestern in meinem Büro hatte ich ihn soweit. Er wollte von sich aus reden. Er wollte zu Ihnen kommen. Hören Sie auf, ja? Geständnisse. Das ist unsere Sache. Sie können Pillen verkaufen, ja? Und jetzt hauen Sie ab. Sie war ein schönes Mädchen, ne? Ich gehe mal davon aus, dass sein Vater dir das Schießen beigebracht hat. Auch mit der Elefantenbüchse. Wann hast du deiner Mutter denn gebeichtet, dass du deinen Vater erschossen hast? Sie hat sofort gewusst. Sie hat mir zugehört. Sie war immer sehr verständig mit mir. Einen Menschen umgebracht zu haben, ist eine schreckliche Erfahrung. Das lässt er nicht los. Da steckt jede Sekunde in ihm drin. Das wird immer größer. Das muss man rauslassen. Man muss den Mund aufmachen und es loswerden. Da braucht man jemand, der zuhört. Hast du ihr das mit der Schwangerschaft auch erzählt? Dann war das Wegmalen von dem Kind ja dein erster Mord. Den habe ich nicht durchgeführt. Aber in Auftrag gegeben? Nein. Sie wollte das. Sie wollte es selbst nicht haben. Sie ist ohne mich zu meinem Vater gegangen. Ich habe nichts davon gewusst. Ich hab's noch nicht gemerkt. Sie war danach vollkommen normal. Und dann hat sie es mir gebeichtet. Warum hast du dann den Scheiß mit der 14. Woche in die Welt gesetzt? Hätte der Landdorf das an die Öffentlichkeit gebracht. Eine Abtreibung in der 14. Woche. Das war das endgültige Aus für meinen Vater gewesen. Aber dieser Feigling hat sich nicht getraut, Vater zu verpfeifen. Ja. Und dann hast du dir eine radikalere Bestrafung für deinen Vater ausgedacht. Aber eins muss ich mir noch verraten. Warum hast du ihm eigentlich das Handtuch weggenommen? Ich hatte es ihm aus dem Urlaub mitgebracht. Er hat es selten benutzt. Er mochte nicht so ein billiges Zeug. Ach, guck mal an, das hat er nicht gemocht. Genauso wenig, wie du es nicht magst, wenn man dich nicht mag oder Dinge von dir nicht mag. Deine Freundin hat euer Kind ohne deine Zustimmung wegmachen lassen. Das hast du gar nicht gemocht. Dafür musste sie dann büßen. Dafür bist du mit ihr dann nachts auf die Severinsbrücke gegangen. Sie wollte nichts mehr von mir wissen. Du wolltest von ihr doch auch nichts mehr wissen. Hast sie dann übers Geländer geschmissen. Hat sie sich gar nicht mehr gewehrt. Frieden. Und? Naja, ich hab sie nicht gefunden. Ich hab wirklich jeden Stein in Köln umgedreht. Ich hab schon eine Fahndung nachher einleiten lassen. Ich verstehe die Frau nicht.
Sag mal, Freddy, jetzt mal was ganz anderes. Habt ihr beide schon mal miteinander... Du weißt, dass sie erst 15 ist? Na und? Ich bin erst 14. Du bist erst 14? Ja, ich bin erst 14. Ich bin auch von zu Hause weg. Max, was willst du? Hey, sag was. Verbindung ist schlecht. Freddy, du fährst jetzt sofort zu dem Haus von den Musters. Der Junge ist der Täter. Der hat mir gerade einen über den Kopf gezogen und ist abgehauen. Bist du okay? Soll ich einen Krankenwagen kommen lassen? Nein, Herrgott, nochmal, du fährst jetzt los und fängst den Jungen ab. Ich komme hier schon alleine klar. Bin schon unterwegs. Kann ich dir irgendwie helfen? Ich versuch's mal ohne dich, okay? Warte, Bürschchen, ich komme. Sonja? Sonja? Wagen 1214. Verfolge verdächtiges Fahrzeug, Venloer Straße Richtung Pulheim. Jaguar dunkel-lila, Kennzeichen Köln. Richard Cäsar 143. Der Fahrer hat eine Waffe und hat ein junges Mädchen als Geisel. Der Mann ist gefährlich und macht von der Schusswaffe Gebrauch. An alle Wagen, ein flüchtiges Fahrzeug auf der Venloer Straße in Richtung Pulheim. Jaguar dunkel-lila, Kennzeichen. KRQ Konrad Richard Cäsar 143. Der Mann ist bewaffnet und hält eine Geisel. Der Mann ist gefährlich und macht Gebrauch von der Schusswaffe. Verdammt nochmal, warum geht's denn nicht hier schneller, Mensch? Ja? Wenn du nicht sofort hinter mir verschwindest, dann knall ich die Kleine ab! Wer ist das Mädchen? Was geht dich das an? Jedenfalls glaubst du dran, bevor ich dran glauben muss. Junge, du kommst nicht weit. Das lass mal meine Sorge sein. Du verschwindest jetzt. Ich was kannst du? Kein Wort. Kannst du das nochmal sagen? Ich hab dich nicht verstanden. Ich verstehe hier alles. Was ist los? Ich verstehe dich nicht. Du musst rechts ranfahren. Dann pfeift deine Leute zurück. Ich verstehe dich nicht. Bleib stehen und fahr rechts ran.
Schnauze. Die kriegen dich, egal was du machst. Mädchen gehen, sie hat dir nichts getan. Bleib stehen! Ich hab gesagt, du stehen bleiben! Nicht näher kommen! Lass das Mädchen gehen, die hat mit der Sache nichts zu tun. Das ist kein kaltblütiger Mörder. Lass das Mädchen gehen. Ich setze mich dafür hin. Es könnte was passieren. Wenn sie durchdreht oder so, das weiß man bei so jungen Mädchen nie. Das kommt bei jungen Mädchen oft vor. Die tun oft Sachen, die kann man als Außenstehender gar nicht verstehen. Ich am allerwenigsten. Oder ist das deine Freundin? Schau dir die Kleine doch an. Der kannst du doch nicht zuleide tun, oder? So eine habe ich mir immer als Tochter gewünscht. So ein schönes Mädchen. Aber ich kann ja mit den Frauen nicht reden. Wenn ich so ein Mädchen hätte, ich wüsste gar nicht, was ich reden sollte. Ich wüsste es nicht. Vielleicht müsste ich ja gar nicht reden. Meine Tochter sagt immer, ich kann nicht zuhören. Was kostet das? So, Mädchen, du steigst jetzt aus. Du bleibst da! Dann musst du mir eine Kugel verpassen. Aber wenn du sie jetzt beim Aussteigen behinderst, dann musst du die Waffe von meinem Kopf tun. Und dann schlage ich zu. Also lass sie gehen. Du steigst jetzt aus, Mädchen, und rennst zu dem Polizeiwagen. Rüdiger, ich bleibe bei dir, ich verspreche es dir. Jetzt hau endlich ab! Du kannst verschwinden, wenn du mir versprichst, dass du das Kind behältst. Das kannst du ihm versprechen, Kleine, da sehe ich kein Problem. So, jetzt sind wir alleine, jetzt kannst du mich abknallen. Ist mir sowieso egal. Ich habe meinen Scheiß abgeladen. Es war meine Tochter. Meine Sonja. Sonja? Das stimmt, was ich dir gesagt habe. Ich bin eine Pfeife. Unfähig, mit ihr zu reden. Vor dir hat die so eine Angst? Das brauchst du doch nicht. Rüdiger, tu mir einen Gefallen. Mach Schluss, ja? Die Position ist unbequem und ich krieg Rückenschmerzen.